Es geht wieder los. Wir fahren nach Polen. Am 9. April 2024 fahren wir über Hamburg und Lübeck Richtung Osten. Unser erster Halt, die Insel Pöhl. In der hiesigen Fischräucherei gibt es dann auch leckeren Fisch für uns. Weiter geht es Richtung Rostock. Oberhalb von Warnemünde finden wir einen ruhigen Stellplatz, von dem aus wir einige Wanderungen unternehmen. Der Zauberwald von Nienhagen. Eine Besichtigung von Warnemünde muss sein. Der hiesige Stellplatz ist voll. Wir sind froh, dass wir oberhalb einen ruhigen Platz erwischt haben. Über die Halbinsel Fischland-Dars geht es Richtung Stralsund. Wir erreichen die größte aller deutschen Inseln, Rügen. Im nördlichen Teil der Insel finden wir einen hübschen Campingplatz. Hier schlagen wir unsere Zelte auf. Das Hünengrab von Nobbin. Heute ist Kap Arkona das Ziel. Nach einem weiteren sonnigen Tag verlassen wir Rügen Richtung Usedom. Gegen Mittag erreichen wir Polen. Entlang der Küste geht's Richtung Kohlberg. Hier finden wir einen Stellplatz. Wir sind in Weber, Pommern. Hier gibt es einiges zu sehen. Musik.
Der hiesige Hafen ist ein Kleinod für Fotografen. Heute geht's in die polnische Sahara. Wir wollen auf die größte Wanderdüne in dieser Gegend, die mit 1300 Meter Länge und 500 Metern Breite sehr imposant in der Gegend steht. Sie soll sich im Jahresmittel 12 Meter Richtung Osten bewegen. Wir erreichen Danzig. Hier steht ein Stadtbummel auf dem Plan. Ist ja nicht so unser Ding, aber wenn wir schon mal hier sind. Wir haben Glück heute. Es ist nicht ganz so warm, es sind nicht so viele Touristen hier und die Stadt ist doch schon interessant anzuschauen. Wir erreichen das Ende der Europäischen Union. Ist schon echt bedrückend hier. Der Blick auf die russische Grenze. Heute Nacht haben wir diesen Platz für uns alleine. Nur das Meerrauschen begleitet unseren Schlaf. Überall am Strand findet man Bernstein. Auf dem Weg nach Masuren machen wir Halt am Oberländischen Kanal. Hier werden noch nach wie vor Schiffe nur mit Wasserkraft zur nächsten Staustufe gezogen. Wir erreichen Masuren. Hier gibt es ein Lokal mit traditionell polnischer Küche. Echt lecker.
Wenn man in der Gegend ist, sollte man sich vielleicht auch dieses Museum anschauen, auch wenn es sehr bedrückend ist. Ein neuer Tag, ein neues Reiseziel. Wir fahren Richtung russische Grenze. Am Nachmittag erreichen wir Litauen. Nach einem kleinen Malheur konnten wir dann direkt am Ufer stehen und über den See Richtung Russland schauen. Der Blick auf Russland. Direkt vor dem Ufer die Grenzmarkierung der russisch-litauischen Grenze. Der See ist menschenleer. Nach drei entspannten Tagen am Wüstiter See geht es langsam Richtung Deutschland. Es geht nach Marlborg. Hier wollen wir uns die Marienburg, die größte Backsteinburg Europas, anschauen. Ein Wahnsinnsbauwerk, mit dessen Errichtung bereits im 13. Jahrhundert begonnen wurde. Weiter geht es Richtung Ostsee. Milno ist unser Ziel. Leider ist es hier für uns so rummelig. Kirmes und Nippesbuden locken die Menschen an und es ist laut. Wir flüchten. Musik.
Oberhalb von Frankfurt überqueren wir die Oder. Wir sind zurück in Deutschland. Es geht weiter Richtung Spreewald. In der Nähe von Luckau legen wir noch einen Stopp ein. Durch Zufall finden wir in Luckau den örtlichen Eisenbahnverein. Wir fragen nett und dürfen uns die alten Waggons anschauen. Nach 27 Tagen und 3780 Kilometern auf meist super ausgebauten Straßen endet unsere Rundreise. Gerne kommen wir wieder.